Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz bestimmten unbestimmten Integral. Spaß zum Anfang. Integral, unbestimmt, weil sind keine Grenzen da und ganz bestimmt, weil wir haben hier eine ganz bestimmte Funktion, die wir integrieren wollen. Integrantenfunktion ist also x mal ln x und da sehen wir schon gleich, ist ein Produkt. Wir können das Produkt nicht zusammenfassen, so wie es wäre, wenn er x mal 3x gestanden hätte, wäre er 3x Quadrat. Dann bräuchten wir keine Sonderregel. In diesem Fall ist es so, dass wir das nicht zusammenfassen können und dass wir dementsprechend eine Produktregel brauchen. Produktregel wäre ja, dass wir das so auffassen, dass das f mal g, sehen wir, wir haben eine Funktion, die könnten wir f von x gleich x nennen und eine Funktion g von x gleich ln x und die werden multipliziert miteinander. Und wenn wir aus so einem Konstrukt das Integral bilden wollen, das heißt die Stammfunktion rausfinden, dann wählen wir immer eine Funktion als, oder dann gucken wir hier natürlich erstmal hier oben hin, gibt ja auch schon ein paar Beispiele bei oberprima.com, gucken wir erstmal dahin und checken ab, ist eine von diesen beiden Funktionen in der Lage, beim Ableiten 0 zu werden? Und immer wenn wir eine ganz rationale Funktion haben, dann ist die das in den allermeisten Fällen. Deswegen können wir jetzt sagen, okay, dann wählen wir die andere, in diesem Fall ln x, als g' dx. Und die Formel lautet weiterhin, dann ist das f mal g, als Stammfunktion schon, ohne Integralzeichen, minus das Integral von f' mal g. Ja, das dx kann ich mal hier nochmal hinschreiben. Hier könnte man auch noch plus c hinschreiben, aber da hier noch ein Integral ist, lohnt es sich ganz am Ende erst das plus c ranzuschreiben. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Wenn wir also f gleich x haben, dann ist ja f' gleich 1. Wenn wir g' gleich ln x haben, dann ist g, das schreibe ich mal hier hin, gleich x mal ln x, das ist ja x mal ln x minus 1 oder x mal ln x minus x. Ja, gut, das sind aber Vokabeln, die habe ich jetzt nur einmal noch mal so hingeschrieben, nehme ich deswegen jetzt ja auch wieder weg, weil Vokabeln sind ja eigentlich im Kopf und können wir sofort loslegen. Zack, f ist x, also x mal. Hier steht das g. Da muss also jetzt die Aufleitung oder die Stammfunktion von ln x hin. Und die Stammfunktion von ln x, um das jetzt nochmal in aller Ruhe zu sagen, ist per Vokabel entweder x mal ln x minus x oder x mal in Klammern ln x minus 1. Eckige Klammer zu, minus Integral von f ist x, f' ist 1 mal und für dieses g wird jetzt der ganze Teil hier hinten abgeschrieben. Denn hier steht ein g und hier steht ein g. Also muss das, was hier steht, auch hier hinten stehen. Mal x mal ln x minus 1, zack, dx. Einmal irgendwas ist irgendwas. Das einmal können wir also in diesem Fall weglassen. Und vor lauter Schreck sehen wir, hier haben wir wieder ein Produkt. Genauso wie da oben. Das sieht sogar noch ein bisschen schräger aus. Wir können das mir mal ausmultiplizieren. X mal ln x ist ja x mal ln x. Und x mal minus 1 ist minus x. dx. Und hier brauchen wir Klammern drum, damit sich dieses dx und das Integral auf dieses ganze Ding hier beziehen. Ja, und jetzt haben wir hier genau das gleiche stehen wie hier oben. Aber wir haben hier noch minus x stehen. Das heißt, wir können dieses Integral, können wir jetzt auch schreiben als Integral von x mal ln x dx minus das Integral von x. Ja, wichtig ist, dass da sich ja dieses Minus hier auf diesen gesamten Term bezieht, muss sich dieses Minus auch auf diesen gesamten Term beziehen. Ja, dieses, also hier wären dann so eine Klammern von Vorteil, damit man weiß, okay, dieses hier ist in Wirklichkeit dann ein Plus, wenn wir diese Klammern hier wegnehmen. Das kannst du dir in Ruhe noch mal ein zweites Mal angucken, wenn das zu schnell ging. Ich mache jetzt hier einfach brutalstmöglich weiter. Und zwar damit, dass ich sage, okay, das Integral von x ist ja x hoch 1. Das ist eine ganz rationale Funktion. Da kann ich also einfach x hoch hier im Exponenten einen dazu packen. Und dann teilen wir den Koeffizienten durch den neu entstandenen Exponenten, also 1/2 x. Haben wir die Stammfunktion davon. Und hier haben wir jetzt genau das gleiche Ding stehen wie hier oben.
Jetzt wird das Ganze nochmal ordentlich geschrieben. Pass auf, das hier war jetzt mehr oder weniger die Erklärung dazu. Und jetzt schreiben wir hier mal hin, ist gleich. Machen wir mal lieber so, pass auf, ist gleich. X mal ln x minus 1 in Klammern hier minus, so, und jetzt wird hier alles zusammengefasst. Jetzt schreibe ich nicht mehr extra diesen Teil hier hin, sondern ich schreibe auch nicht hier minus hin, sondern ich schreibe hier jetzt den Teil hin. Plus 1/2 x Quadrat minus Integral von x mal ln x dx. Ganze Teil hier weg, damit man das jetzt genau sehen kann, was jetzt als nächstes passiert. Denn hier steht dasselbe wie da. Und immer wenn das passiert, das passiert auch gerne mal bei trigonometrischen Funktionen, zum Beispiel Sinus Quadrat x und so, Tüdelüt, kannst du mal gucken, rechnen wir jetzt hier plus diesen Teil. Dann geht der ganze Teil hier rüber. Dann steht da plötzlich 2 mal Integral von x mal ln x dx ist gleich, so, und hier steht x mal ln x minus 1. Und dann können wir hier auch plus 1/2 x Quadrat noch hinschreiben. So, wir wollen aber nur einmal dieses Integral haben. Das heißt, wir teilen jetzt diese Gleichung hier durch 2 und erhalten Integral x mal ln x dx ist gleich 1/2 mal den ganzen Kram, der hier steht. Und das ist ganz schick, wie ich finde. Aber das muss niemand genauso sehen. Wir können das hier natürlich noch verfeinern, beziehungsweise ein bisschen zusammenfassen. Ist also gleich, hier natürlich auch noch plus c hin, ganz wichtig, die Integrationskonstante. Da kann man sich auch nochmal das Video angucken zum Anfangswertproblem, warum man immer beim unbestimmten Integral dieses plus c hinten ransetzt. Ja, und jetzt können wir hier zusammenfassen. X mal x ist x Quadrat. X Quadrat mal ln x ist x Quadrat mal ln x. X Quadrat mal minus 1 ist minus x Quadrat plus 1/2 x Quadrat plus c. Jetzt wird das Ganze hier auch noch damit multipliziert. Und dabei erhalten wir 1/2 x Quadrat mal ln x minus 1/2 x Quadrat plus 1/4 x Quadrat plus c. Minus 1/2 x Quadrat plus 1/4 x Quadrat ist minus 1/4 x Quadrat. Und jetzt kann man natürlich hier auch noch wieder das zum Beispiel 1/4 x Quadrat ausklammern, denn hier ist ja eine Summe, in denen beide Male x Quadrat vorkommt. Und wenn wir jetzt 1/4 x Quadrat vor die Klammer ziehen, dann teilen wir diese beiden Summanden hier oder den Subtrahenten und den Minuenden. Minuend minus Subtrahent, Entschuldigung, Minuend, Subtrahent, teilen wir jeweils durch 1/4 x Quadrat. 1/2 x Quadrat durch 1/4 x Quadrat ist 2. 2 ln x minus 1 plus c. Denn wenn wir minus 1/4 x Quadrat durch 1/4 x Quadrat teilen, kommt minus 1 hinterher raus. Gut, dann wollen wir doch uns mal dem Gedankenexperiment hingeben und sagen, ha, wenn ich das jetzt aber in der Klausur gemacht hätte, ob ich mir dann sicher wäre, dass das richtig ist? Und deswegen machen wir gleich im nächsten Video eine lustige kleine Probe. Und das heißt natürlich nichts anderes, als dass wir die Stammfunktion ableiten und dann gucken, ob wir wieder zu unserem Ausgangs-, unserer Integrantenfunktion hinkommen. Das aber, wie gesagt, im zweiten Video hier ein Schild, das das Ende des Videos beschreibt. Und deswegen sage ich natürlich jetzt auch Tschüss und auf Wiedersehen.